Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei All for the Game mit mir, dem Daniel. Und heute gehe ich mal auf ein kleines Video 17 Thema ein. Und zwar, es soll angeblich nicht mehr die Ignite Engine verwendet werden zu Video 17, sondern die Frostbite Engine. Laut GameStar sprechen mehrere Quellen eines englischsprachigen Gaming-Magazins davon, dass Electronic Arts diesen Jahr mit FIFA 17 auf die Frostbite Engine umstellen will. Die also dieselbe Engine wie Star Wars Battlefront, Battlefield 1 oder auch Battlefield 4. Was auch noch dafür spricht, dass FIFA 17 mit der Frostbite Engine laufen sollte, ist, dass viele Spiele von EA nun auf der Frostbite Engine basieren. Sei es zum Beispiel Madden, NHL, NBA und nun vielleicht auch FIFA 17 in der Frostbite Engine. Es sind momentan alles nur Gerüchte. Es ist offiziell noch nichts bestätigt worden von EA. Man geht davon aus, dass es umgestellt wird, da die ganzen anderen Spiele umgestellt wurden, beziehungsweise die Quellen dafür sprechen, aber offiziell ist noch nichts bekannt gegeben. Wir warten jetzt ab bis zur E3 oder EA Play, wenn auch FIFA 17 auf der EA Play vorhanden sein wird, was ich noch nicht denke. Ich denke erst ab der E3. Und dann werden wir weitersehen, ob wirklich Frostbite dazukommt oder nicht. Wäre eine coole Sache, da wir dann ein bisschen mehr Animationen, flüssigere Animationen haben und es ein bisschen mehr nach realistisch aussieht, die Gamefaces vielleicht auch ein bisschen besser aussehen und alles allgemein schöner ist. Und deswegen hoffe ich davon, dass wir die Frostbite Engine wirklich bekommen sollten. Aber offiziell, wie gesagt, ist noch nichts bestätigt. Lasst einfach einen Daumen hier, bleibt dran, lasst ein Abo hier, damit ihr nichts verpasst von FIFA 17 und ich verabschiede mich hiermit, haut rein, bis zum nächsten Mal.